Guten Tag, mein Name ist Christopher Soll und in diesem Video heute will ich dir beibringen, wie man über soziale Phobie hinwegkommen kann. Zuerst will ich aber sagen, dass Deutsch ist meine Zweitsprache, meine Erstsprache ist eigentlich Englisch. Also bitte vergebt mir, wenn ich dieselben Wörter sehr viel benutze und mich manchmal ein bisschen witzig anhöre. Okay, also dieses Video hat drei Teile. Ich will erstmal erklären, warum haben wir soziale Phobie oder Social Anxiety, wie wir das im Englischen nennen. Was kann man darum machen? Was für Tricks, Tools gibt es da, um das zu bekämpfen? Und wie kann sein Leben sich entwickeln, wenn man darüber hinwegkommt? Erstmal, warum haben wir soziale Phobie? Es ist nicht, dass wir irgendwie gebrochen sind oder sowas. Es ist wirklich eine Funktion des Körpers, viel darüber nachzudenken, was andere Menschen über uns denken. Warum haben wir das? Es ist, wir nennen das, im Englischen nennt man das eine Evolutionary Survival Tactic, eine evolutionäre Überlebenstaktik. Diese Taktik hat sich entwickelt in uns über Millionen von Jahren, weil sie uns hilft, aufzupassen, ob irgendwie Gefahr um die Ecke ist. Okay, macht auch Sinn, ist ja eine gute Funktion zu haben, aber diese Funktion kann auch zu aktiv sein. Dass wir den ganzen Tag lang immer nur darüber nachdenken, über was alles schief gehen könnte. Oder dass Leute irgendwie nicht unsere Mode mögen oder irgendwie sowas. Ich will auch einen direkten Zusammenhang erklären, über wie wir unser Leben gelebt haben für Hunderte von Tausenden von Jahren und wie das heutzutage anders ist. Und das wird sehr viel erklären. Weißt du, bis vor 10.000 Jahren waren wir Hunter-Gatherers. Das heißt, wir suchten immer das Essen in unserer Umgebung und wir sammelten das nicht sehr viel, um dann aufzubewahren oder so. Vor 10.000 Jahren fingen wir dann an hier mit Ernte und Farming und so. Und dadurch konnten wir dann auch Zivilisationen bauen und Städte und alles drum und dran. Aber davor, vor 10.000 Jahren, waren wir immer nur am Sammeln und wir lebten in kleinen Gruppen draußen in der Wildnis. Was man da erkennen muss, ist, dass wir haben uns nicht sehr viel verändert in den letzten paar hunderttausend Jahren. Das heißt, wir haben immer noch dieselbe Hardware wie eine Steinzeitperson, aber im Bewusstsein sind wir in 2020. Und deswegen haben wir noch diese Funktionen, die noch in uns existieren von der Vorzeit sozusagen. Jetzt vor 10.000 Jahren leben wir ungefähr mit 155 Leuten in Gruppen zusammen. Das ist eine Nummer von einem Anthropologist, Robin Dunbar heißt der. Und er hatte bemerkt, während er sich Tribes anschaute, dass die Menschen wachsen immer bis auf 100, die Menschenmenge wächst immer bis 155 Leute und dann spaltete sich das in der Mitte und dann waren das auf einmal zwei Gruppen, die dann wieder auf 155 populieren würden. Das heißt, wir haben ein Bewusstsein, das sich an 155 Leuten eigentlich gewöhnt ist. Weißt du, da ist eine Story in unserem Bewusstsein, dass, oh ja, damals waren so, da waren so Jäger, die dann ganz alleine irgendwie in einem Gebirge überlebt hatten. Und weißt du, wenn man da so den Eismann Ötzi oder sowas in so einem Gebirge findet, dann denken wir immer so, ja klar, ein Einzelkrieger da irgendwie. Aber das ist eine sehr, sehr, sehr seltene Situation, wo der irgendwie von dem Tribe raus, den haben sie einfach rausgekickt und deswegen war er da in dieser Höhle. Die meisten von uns könnten nicht überleben ohne dieser Gruppe. Wir brauchten einander, um überleben zu können, um genug Essen kriegen zu können und auch ein Dach über dem Kopf, weißt du? Und deswegen ist es sehr wichtig, aufzupassen, dass wir sehr freundlich und sehr beliebt sind mit diesen ganzen Menschen um uns drum. Und wie macht man das? Naja, man muss den ganzen Tag darüber nachdenken, ob alle einen mögen und was alle anderen über einen denken. Sachen haben sich umgewandelt in den letzten 10.000 Jahren, wo es wirklich ein größerer Vorteil ist, nicht immer so viel Angst zu haben. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht man, über die letzten 1000 Jahren ist dieser Planet eigentlich nur sicherer geworden. Es ist weniger Mörder, weniger Krieg, weniger alles.
es ist immer nur, dieser Planet wird immer noch sicherer und sicherer und sicherer. Aber wir haben eine Perspektive, wo es macht Sinn, immer viel Schiss zu haben und immer viel aufzupassen und Angst zu haben und was passiert morgen. Aber wirklich ist es eine Zeit jetzt auf diesem Planeten, wo man wirklich mal ein bisschen mehr gechillt vorgehen könnte. Und das ist ja auch viel mehr, das kann man ja auch viel mehr genießen. Ne? Naja, also das ist erstmal die History. Ich hoffe, dieses Video, ich stammel hier voll was zusammen. Im Englischen kann ich das viel, viel besser, aber es ist ein Experiment. Das ist erstmal die Geschichte. Warum haben wir soziale Phobie? Was kann man darum machen? Der Muskel, den man wirklich aufbauen muss, um soziale Phobie überkommen zu können, ist Selbstbewusstsein. Self-Awareness. Sich selbst beobachten zu können. Wenn man realisiert, dass man nicht die Stimme in dem Schädel ist. Das heißt, wir alle haben eine Stimme in unserem Schädel und die quatscht den ganzen Tag lang. Wir haben 50 bis 70.000 Gedanken am Tag. Das ist das letzte Estimate von der Wissenschaft. Und das heißt, wir haben neun Gedanken, so jede Sekunde ungefähr. Und die meisten von diesen Gedanken sind nicht sehr gut. 80% von unseren Gedanken sind negativ, weil es ein evolutionäres Vorteil, Überlebensvorteil. Und 95% von unseren Gedanken sind immer dieselben. Das sind automatische Gedanken, die immer wieder rumkommen. Das heißt, einfach sein Bewusstsein auf automatisch, einfach den ganzen Tag lang, einfach Quatsch, 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 einfach das auf automatisch zu haben, ist ein Rezept, um ja viel Furcht zu haben und nicht wirklich sich selbst zu sein. Weißt du, Sokrates, der griechische Philosoph, sagte, know thyself, weißt du, kenn dich selbst. Das ist, er sagte wirklich, bau dein Selbstbewusstsein auf. Okay, das selbstbewusst zu sein heißt, man kann einen Gedanken haben, ohne ihn zu akzeptieren. Du hast, weißt du, du gehst in eine Party rein und irgendwie du hast einen Fleck auf deinen Klamotten und du denkst, oh, ich wundere mich, ob alle Leute auf meinen Fleck gerade gucken. Und du kannst diesen Gedanken beobachten und denken so, Quatsch, denkst du wirklich, dass Leute auf so viel Detail schauen? Nein. Okay, und dann lässt es einfach vorbei. Anstelle sich auf einmal so klein zu fühlen, dass man einen Fleck auf den Klamotten hat oder sowas. Das heißt, das ist ein Muskel, den kann man aufbauen, wo dein Bewusstsein wird größer, dass wenn diese Gedanken ankommen, sind diese Gedanken kleiner als dein Bewusstsein. Du hältst so Raum für diese kleinen negativen Gedanken und die können dann einfach vorbeifließen und du lebst einfach dein Leben weiter. Wie baut man das auf? Naja, man muss sein Bewusstsein beobachten. Und die beste Exercise dafür, es gibt eine Exercise, die man täglich machen kann, die macht man morgens für 10 bis 20 Minuten und das heißt Meditation. Und wenn ich Meditation sage, muss ich auch sagen, dass es gibt viele verschiedene Typen von Meditation und die sind nicht alle gleich. Manche von denen sind viel weniger wirksam als andere. Eine Meditationsmethode, die sehr, sehr wirksam ist, die ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren mache und die hat mein ganzes Leben verändert, ist, wenn man sich auf einen einzelnen Punkt konzentriert. Und das ist, dieser einzelne Punkt können viele verschiedene Sachen sein. Für uns ist es ein Mantra, ein Wort, das keinen Sinn hat, keine Meinung hat. Es ist einfach ein harmonisches Geräusch, das man in seinem Bewusstsein spielt. Das ist eine Methode, die wir bei unserer Meditationsschule Mindsbury beibringen. Aber man kann das auch mit Atmen, den Atem zählen zum Beispiel von 1 bis 5. Und wenn man dann 5 erreicht, geht man wieder zu 1. Und was die ganze Exercise ist, ist, dass man sich auf ein Ding konzentriert, zum Beispiel seinem Atmen, und man seinen Gedanken beobachtet. Du beobachtest, du sagst, okay, ich habe Gedanken. Ich bin aber nicht die Gedanken, sondern ich habe die, die sind hier. Okay, ich kann die beobachten, aber nicht. Das ist eine kleine Falle drin. Man beobachtet die Gedanken, aber man hat keinen Kommentar über die Gedanken, weil ansonsten bist du wieder die Gedanken. Das heißt, es ist nicht, dass es ein schlechter Gedanke oder ein guter Gedanke, sondern das sind einfach Gedanken und alles ist auch akzeptabel und alles ist okay und ihr könnt jetzt hier einfach vorbeischweben. Das ist wirklich die Einstellung. Und das kann man
selten für mehr als ein paar Sekunden wirklich beibehalten. Und deswegen, wenn man meditiert, was wirklich passiert ist, und viele Leute ärgern sich so, ah, ich kann mein Bewusstsein nicht so beruhigen. Ist so, ja, wie man das beruhigt ist, ist, man versucht es nicht zu beruhigen mit Kraft, sondern man beobachtet die Gedanken, konzentriert sich auf ein anderes Ding, zum Beispiel seinen Atem, und zählt einfach 1, 2 mit den Augen zu. Okay, und dann jedes Mal, wenn dein Gedanken wieder anfangen mit irgendeiner Story und latschen irgendwo hin, sobald du merkst, ah, ich denke wieder an irgendwas, gehst du sofort wieder zurück an diesen einzelnen Punkt. Und du machst das immer wieder. Du machst das hunderte Mal innerhalb von 10 bis 20 Minuten. Die ganze Zeit. Und eventuell nach 10 Minuten oder so, fängt sich das Bewusstsein an zu beruhigen, weil wir gehen einfach nicht mit den Gedanken. Wir geben keine Energie zu den Gedanken, wie normalerweise immer auf automatisch. Sondern wir sagen einfach, nein, hey, hör mal auf, ich konzentriere mich auf dieses eine Ding jetzt. Oh nee, aber morgen musst du, nein, aber du musst noch deine Steuern bezahlen, nein. Ja, hast du schon deine Mutter angerufen? Nein, du gehst wieder zurück. Du sagst noch nicht mal das Nein, sondern du gehst immer wieder zurück. Und wenn du das machst, für 10 bis 20 Minuten am Tag, einmal am Tag, dein ganzes Bewusstsein und dein Körper, dein ganzes Nervous System fängt sich an zu beruhigen. Es beruhigt sich, deine Gedanken beruhigen sich, dein Körper beruhigt sich und dein Selbstbewusstsein wächst, weil du merkst auf einmal so, wow, ich bin der Denker. Ich kann kontrollieren, was ich akzeptiere, was ich größer mache, was ich kleiner mache. Oh, hier ist eine Story, irgend so eine Scheiße. Nein, ich konzentriere mich jetzt auf diese Blumen. Ah, okay. Meditation ist der beste Weg, wie man Selbstbewusstsein, Self-Consciousness, Self-Awareness, wie man das wachsen kann. Und umso größer das wird, umso mehr du present bist, umso mehr du in diesem Moment bist, umso mehr du deine Gedanken beobachten kannst, mit Liebe, nicht mit so, ah, ich kann nicht glauben, dass ich daran denke, sondern nein, du bist immer noch am Denken dann. Wenn du das einfach beobachten kannst, dann ist es scheißegal, was andere Leute denken, weil du weißt, das ist total egal. Und das ist wirklich jetzt das dritte Ding, das ich sagen wollte. Das ist eine riesen Realisation, die ich hatte. Und ich habe diesen paar Leuten beigebracht und die haben das auch so, wow, heilige Scheiße. Das ist ja der Freipass, um sein bestes Leben zu leben. Wenn du anfängst zu meditieren und du beobachtest dein Bewusstsein, merkst du nach einer Zeit lang so, wow, mein Bewusstsein ist total durcheinander. Die ganze Tag, 50.000, was ist all so ein Kram? Okay, aber dann merkst du auch langsam so, warte mal, ich bin ja eine normale Person. Ich habe einen Job, ich habe Freunde, ich kann eine Unterhaltung haben. Und ich bin so. Das heißt, alle anderen sind auch so. Und alle haben das. Wir alle haben diese Stimme im Kopf, die ganze Zeit noch am Quatschen ist. Aber wir sind richtig gut zu tun, als hätten wir das nicht. Wir alle tragen eine Maske, weil es ist nicht sozial akzeptabel, Probleme zu haben im Bewusstsein und so, sondern oh, man schämt sich. Also tun wir alles so, als hätten wir alles geregelt, kein Problem, ich weiß, was morgen passiert. Aber der Punkt ist, dass seinen eigenen Selbstwert, und das ist ja wirklich was mit Social Anxiety, hat man ja so, bin ich wirklich was wert? Haben alle irgendwie schlechte Gedanken über mich und so? Sein Selbstwert auf den totalen Kursgedanken von diesen Menschen zu setzen, so, was diese Person über mich denkt, das hat was zu tun mit meinem eigenen Confidence und Selbstwert und allem drum und dran. Das ist eine schreckliche Idee. Das ist ein Rezept, um sich scheiße zu fühlen. Weil diese Leute haben ihre Gedanken nicht unter Kontrolle. Die sind natürlich die ganze Zeit am Kritisieren und Labeling und so, weil das ist eine Überlebenstaktik. Also machen die das. Ich mach das auch. Du machst das auch. Aber ich weiß wenigstens den Unterschied. Ich weiß, das ist nur ein scheiß Gedanke. Verpiss dich. Zuerst merkt man, okay, ich kann meinen Selbstwert nicht auf die Gedanken von anderen Menschen stellen. Okay, zumindest nicht diese Menschen, die gar nichts machen für ihr eigenes Bewusstsein. Die machen kein Yoga, keine Meditation, keine Atemübungen. Die lesen vielleicht nicht viel über Psychologie oder sowas. Das sind einfach normale Menschen. Leben ihr normales Leben und alles immer in kleine Boxen tun, alles, was ich sehe. Standard. Okay, ihr könnt weitermachen. Ich tue meinen Wert jetzt nicht auf eure Gedanken. Super. Und jetzt hast du diese andere Menschenmenge. Und das sind Leute, die diese Selbstarbeit machen. Die meditieren, die lesen, die versuchen zu lernen, die versuchen ihr Bewusstsein größer und zu erweitern.
Okay, wenn jetzt so eine Person irgendwie einen Scheißgedanken über dich hat, wenn du in eine Party reinlatscht oder so, dann das Gute ist, die fangen sich selber. They catch themselves. Weißt du, die sagen selber so, wow, warum habe ich gerade so einen schlechten Gedanke? Oder wenn jemand was sagt von dieser Menschenmenge, so zum Beispiel, hey, deine Hose sieht irgendwie kacke aus, dann sagst du so, denn die merken sehr schnell selber, dass die wirklich gerade nur negativ sind und dass es wirklich gar nichts hilft. Und dann brauchst du auch nicht aufpassen, über was diese Leute über dich denken. Und das heißt, wenn du das merkst, diese Leute fangen sich selber in ihren Negativität und diese Leute wissen gar nicht, was sie machen in ihrem Bewusstsein. Und das heißt, du bist frei. Du kannst dein Leben leben, wie du willst. Und die Gedanken von anderen Menschen sind eigentlich scheißegal. Nur deine eigenen Gedanken sind wirklich wichtig in deinem Kontext. Das ist deine Aufgabe, dein Bewusstsein unter deiner Kontrolle zu bringen, damit du ein besseres Leben leben kannst, damit du wirklich dein pures Selbst in die Welt bringen kannst, mit deiner vollen Stimme. Und und wie man das macht, ist, fang an zu meditieren. Meditiere 10 Minuten, 20 Minuten. Find dir einen Clip online. Oder wenn du es lernen willst, wenn du Englisch verstehen kannst, dann, ich habe einen Link da unten reingesetzt. Wir haben auch eine Gratis-Klasse. Meine Verlobte, meine Lebenspartner, Rochelle und ich, wir haben eine 1-Stunde-Klasse zusammengebaut. Und darin geben wir eine 10-Minuten-Meditation. Also wenn du Englisch verstehen kannst, dann schau dir diesen Clip an und dann kannst du lernen, eine sehr powerful, sehr kräftige Methode, mit der du das heute starten kannst. Aber ja, also wie von mir zumindest, von meinen Erlebnissen, wie man über soziale Phobie oder soziale Angststörung über hinwegkommt, ist, man muss sein Bewusstsein und sein Körper beruhigen täglich. Und der Seiteneffekt davon ist, dass man sein Selbstbewusstsein wächst, damit man größer wird als diese negativen Gedanken, damit man die einfach vorbeischwimmen lassen kann. Okay, das ist jetzt mein erstes Video in Deutschen. Bitte gebt mir ein bisschen Feedback unten, ob das jetzt total schrecklich war. Ich hoffe, ich habe diese Ideen relativ gut kommuniziert. Es kann wirklich sein komplettes Leben verändern, wenn man das in sein Leben reinbringt. Diese simplen kleinen Methoden, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt einen super schönen Tag und alles Beste. Ciao.